Herzlich willkommen zurück bei das Schwarzauge Schicksalsklinge. Wir sind noch hier in Willenheim in der letzten Folge nach einem Kampf mit den Orks angekommen. Wir sehen uns jetzt mal in diesem Dorf um. Eine Taverne, dort können wir vielleicht mehr Informationen finden. Und was trinken! Erz und Kohle. Eldariel musiziert ein bisschen. Eldariel stimmt eine alte Weise an, so lieblich und doch kraftvoll, dass die ganze Taverne wie gebannt lauscht. Neben tosenden Applaus räumt ihr auch noch 6 Heller ab. Was können wir denn noch so machen? Falschspiel? Schnell ist ein Spieltisch gefunden und Rayane kann beim geschickten Umgang mit Karten 4 Silberstücke abräumen. Eldariel tanzt noch ein bisschen. Eldariel tanzt und wie? Beeindruckt von dieser vorzüglichen Darbietung lassen die Gäste 4 Heller springen. Naja, das sind zumindest ein paar Bier. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es viele Betrunkene und nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? 6 Bier, das Gute, Helle. Der Wirt füllt ein paar Krüge aber und stellt das verlangte Bier mit einem fröhlichen Bitteschön vor euch auf die Theke. Ich fürchte aber nicht, Eldariel und Sinda daraus hatten, weil die würden nichts trinken, aber gut. Danke und Der Wirt beachtet euch nicht weiter, sondern wendet sich anderen Gästen an der Theke zu. Gelegentlich wirft er jedoch einen versteckten Blick zu euch hinüber. Erst nach einer Weile kehrt er zurück. Ja, und? Dasselbe nochmal? Ja, und? Der Wirt bringt euch das bestellte Bier. Ihr wolltet noch etwas anderes? Ihr habt doch sicher Informationen. Das wohl. Was wollt ihr denn wissen? Nichts Spezielles. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Auf der anderen Bodierseite gibt es noch ein Kaff, das Bodon heißt. Wenn ihr da unbedingt hin müsst, es gibt eine Furt. Oh, das hat uns doch, das hat uns schon geholfen. Da freue ich mich, dass ich euch behilflich sein konnte, meint der Wirt und wendet sich wieder ab. Tritt zu euch an die Theke und mustert euch kurz. Sein Blick trifft eure Waffen und er zieht erstaunt die Augenbrauen hoch. Ihr seht müde aus. Müde und durstig. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Aber gerne doch. Wirt, bring dein gutes Hausbier für mich und meine Freunde. Gestatten, stets zu Diensten. Gerhald Brüdersdotter, stets zu den... Ihr stellt euch höflich vor. Suchen wir den? Ich glaube nicht. Erzählt ein wenig über den Ort, seine Geschichte und von Heldentaten, die angeblich vollbracht hatte, ehe er sein Leben in ruhigere Bahnen lenkte. Das für euch Interessanteste, das zu berichten weiß, ist Folgendes. Ich hoffe, Sie bearbeiten die Dialoge bald nochmal. War nochmal eine, einsprechen zu lassen, kostet halt wahrscheinlich viel zu viel für das kleine Team. Waffen kauft ihr am besten bei Morka in Oberorg. Sein Sortiment lässt keine Wünsche offen. Allerdings hat der Zwerg auch so seine eigenen Preise. Tja, meine neuen Freunde, auch ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett, euch kennenzulernen. Mögen die Zwölfe mit euch sein. Verabschiedet sich in aller Höflichkeit und verlässt die Taverne. Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel. Ah, Gäste haben die Taverne vielleicht verlassen, aber dafür sind andere Besucher eingekehrt. Ein Auelf hat eine Handharfe ausgepackt und stimmt in einer Ecke ein wunderschönes Lied an, das leider kaum Beachtung findet. Wollt ihr? Also Eldariel würde sich gerne zu dem Auelfen dazu gesellen, denke ich mal. Aber wir bestellen, euch weiter an der Theke vergnügen und versuchen abgewetzte Heller quer durch den Schankraum in den drallen Ausschnitt der Schankmal zu schnippen.
Nein, wir wollen uns lieber etwas zu essen bestellen. Ihr bestellt euch eine kräftige Mahlzeit. Der Hausteller, den euch der Wirt empfiehlt, trieft vor Fett. Es schmeckt fürchterlich. Gerade als ihr euch fragt, ob euch nicht irgendein auelfischer Witzbold per Visibili Vanibar unsichtbar gezaubert hat, bequemt sich der Wirt doch noch zu euch und fragt mit unglaublicher rhetorischer Eloquenz: Bier? Eigentlich wollte ich jetzt Nein wählen, denn die Sache in der Taverne ist für mich eigentlich jetzt gegessen, aber na gut, ja, bitte. Der Wirt wartet eure Antwort gar nicht richtig ab. Ach, deswegen. Schon ist er am anderen Ende der Theke verschwunden, um hastig einige Krüge zu füllen. Kurz darauf steht vor jedem ein Bier. In einem der Krüge schwimmt noch ein Barthaar vom Wirt. Ihr lost, wer diesen Krug bekommt. Hatten wir zwar schon mal, aber ich find's trotzdem lustig. Nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Wir warten. Der Wirt hat offensichtlich mehr als genug damit zu tun, andere Gäste zu bedienen und seiner Schankmaid auf den Allerwertesten zu klopfen. Gut. Er schenkt euch keine besondere Beachtung mehr. Ja, dann können wir jetzt langsam mal gehen. Tritt zu euch an die Theke und mustert euch kurz. Jesus. Sein Blick trifft eure Waffen und er zieht erstaunt. Ja gut, das hatten wir ja schon. Das ihr seht müde aus. Ist hier viel los, da müde ich immer und durstig. Über alle darf Informationen Wirt, bring dein gutes Hausbier froh bin. Mich und meine ich Freund. Das mal an. Gestatten. Schula Alfhildsdotter. Wir stellen uns freundlich vor. Erzählt ein wenig über den Ort. Ja, ja, gut. In Ture Gudersons Laden findet ihr Sachen, die man sonst kaum angeboten bekommt. Okay. Tja, meine neuen Freunde. Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Wir gehen jetzt ihr bezahlt mal. Bezahlt euer letztes Bier und geht. Hat wohl etwas über den Durst getrunken. Es bereitet sichtlich Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen. Nach einigen weiteren Schritten übergibt sich geräuschvoll unter den pikierten Blicken. Eigentlich ist er jetzt vergiftet. Elfen vertragen keinen Alkohol. Hat wohl Rayane offensichtlich auch nicht. So. Taverne Orkschädel. Wir waren gerade schon in einer Taverne und wir müssen Eldari und Rayane gerade nach Hause tragen. Meine Katze randaliert hier gerade. Ich weiß nicht, was sie tut. Moment, ich schau mal kurz. Wo sind die jetzt hin? Ach, da. Okay. Oh, ach, ich weiß, was sie gemacht hat. Gut. sie ist im Moment ein bisschen krank und mit dem Grund, warum ich so wenig Zeit habe. Und, oh, ein Heiler. Ich glaube, wir schauen mal in den Heiler rein. Gift neutralisieren. Wunden behandeln. Wessen Wunden sollen behandelt werden? Eigentlich gar niemanden. Na gut, dann Dragans. Die Heilung von Dragan würde euch 7 Silberstücke und 9 Heller kosten. Nee, das ist zu viel. Dragan ist ja schon fast wieder auf den Beinen, also bitte. Wir könnten allerdings Eldari und Rayane vielleicht Gift neutralisieren machen, dann werden sie vielleicht wieder nüchtern. So, wir schauen uns hier noch ein bisschen weiter um. Einfaches Haus in Wilhelm. Nee, wir gehen da nicht einfach in fremde Leute Häuser rein, also bitte. Oh, Marktplatz. Können wir vielleicht einiges verkaufen, was wir mitgenommen haben? Marktstand Waffen, das ist doch schon mal was Nettes. So, gleich mal verkaufen. Das hier. Moment, Rayane feilscht wieder. 10%. Ah gut, hier habt ihr das Geld. Sehr schön. Warum ist das Ganze rausgeflogen? Naja. Okay. Hat wohl heute nicht geklappt. Ähm.
Die Messer hier brauchen wir nicht. Gut, ihr bringt ihn noch ins... bei Borum, den Totengott, ins Grabe, aber... Huch, das war das Falsche. Er kauft das Zeug trotzdem von uns. Naja. Dass man nicht, wenn man mehres im Inventar hat, von den Sachen einfach nicht alles verkaufen kann, finde ich lästig. Vielleicht kann ich ja mehrere Sachen gleichzeitig markieren, aber nein, kann ich nicht. Okay, naja. Ja, naja, die Knüppel da, die können wir auch mal so verkaufen. Wir haben noch 60 Dukaten. Dass es immer wieder rausgeht, ist irgendwie doof. So, den einen Topfhelm wollte ich ja behalten. Halt, behalten. Gut, sonst noch was, was ich verkaufen kann. Ja, den Lederhelm hier. Nein, will er nicht. Will er nicht. Oh, da ist noch ein Topfhelm, den kann ich auch noch verkaufen. Oh, habe ich hier etwa Schneidzähne dabei? Die kann ich Tierfirma in die Hand drücken. Beim nächsten Kampfe. Gut. Die Frage, sind diese Wasserschläuche voll oder leer? Ah, mal schauen, was er zu verkaufen hat. Ein Eisenhelm. Attacke minus 1, Parade minus 1. Das sind scheiße. Treffen wir sowieso schon so selten. Pfeile für Eltarien. Kaufen wir 2. Schuhe, Hemd, Dreschflegel, das ist eigentlich keine Waffe, das ist ein landwirtschaftliches Gerät, genauso wie die Sichel. Schwert, Wurfbeil, ein Wintermantel. Ja, es ist ja noch nicht Winter, es kann nämlich tatsächlich Winter werden. Deswegen lassen wir das erstmal. Ich glaube, da wird er eh nicht viel machen, ja. Und, hier. So, dann sortieren wir gleich mal unser Inventar durch. Also, wir müssen definitiv... drei Wasserschläuche behalte ich jetzt, weil die kann man hier wieder auffüllen. Ach ja, mal wieder schauen. Dauert noch eine Weile, bis wir wieder aufstehen, aber das ist normal in DSA. Wir werden hier auch keine allzu hohe Stufe wie 40 oder so erreichen. Wir werden maximal wahrscheinlich 5 das Wasser erreichen. Das ist ja normal in DSA. Gut. Schauen wir nach leeren Schläuchen, die wir eventuell wegschmeißen können. Weil wir haben hier ja relativ viele. Und so viele brauchen wir da gar nicht. Jetzt habe ich eine Schaufel dabei. Ja, den Lederhelm, den gebe ich, glaube ich, Tierelf mal. Ja, der hat mich kein Mali auf die Werte, aber bringt einen Bonus auf Rüstung. Das ist dann schon mal nicht schlecht, ein Rüstung mehr. Den Topfhelm hat noch unser Elf. Den gibt Gabriel. Er hat, glaube ich, ja genau, auf Parade hat er einen Malus. Aber Rüstung 2, wir rüsten jetzt mal aus. Okay, kein Wunder, dass der nie was trifft. Der hat schon ganz schön Mali durch den Lederharnisch und so weiter. Was hat er denn jetzt aktuell für Kampfwert? Parade. 13, das heißt, er hat jetzt dann ja, minus 4, 9. Das ist schon arg wenig. Aber er ist ja immer noch auf Stufe 1. Das heißt, hier muss auch noch mal, müssen wir noch warten, bis er mal ein paar Stufen aufsteigt.
Nahrung, wie sieht's mit Nahrung aus? Ich glaube, da sind wir noch gut ausgerüstet, ja. Ja, das passt noch gut. Sehen wir uns weiter um. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Gut, dann haben wir das. Ich glaube, da oben gab es noch eine Straße, die wir nicht erkundet haben. Ah, was gibt es denn hier? Das sieht mir nach einem Gemischtwarenladen aus, genau. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Kräuter? Ja, bräuchte mir, glaube ich, erstmal ein Rezept oder sowas. Aber vielleicht kriegen wir hier ein Rezept. Wenn das Chaos mit sich selbst Kinder gezeigt und es diesen ein Spielzimmer eingerichtet hätte, würde es wohl so aussehen wie in diesem Laden. Überall liegen kleine und große Säcke für Kräuter aus aller Welt. Es stehen Fiolen auf Bestellschein, die offensichtlich schon jahrelang vor sich hin vergeben. Und zwischen all dem eilt ein älterer Mann umher, bis er euch entdeckt. Was darf es sein, werte Reisende? Oh, hier ist es ja überschnitten. Eure vorzüglichen Waren wollen wir sehen. Aber hier gibt's Heiltränke. Boah, ja, die sind scheiße teuer. Für Notfälle nehmen wir mal 2 mit. Da war ja Rayane. Ne? Versuchen jetzt wirklich viel zu feilschen. Bei den Göttern, wie könnt ihr es mir wagen, so ein Angebot zu machen? Legt noch was drauf. Gut, dann versuchen wir es mal da. Ja, und so viel wenigstens. Ah, gut. Dann eben nicht. Bringt mir auch einen Battlestar. Na gut, hier sollte das Zeug haben. Gut, diesmal hat es funktioniert. Ich gebe das mal Gabriel, den Trank. So, mal sonst noch schauen. Was hat er denn sonst noch? Weiß jetzt nicht, ob das, verschiedene Elixiere, die Werte steigern. Mit einem starken Heiltrank. Ah, Gifte. Aber das ist halt alles sehr, sehr teuer. Was mich interessieren würde, ist, wie die Alchemie genau funktioniert. Da muss ich nochmal im Handbuch nachschlagen, ob wir da jetzt Rezepte verfinden müssen oder ob das auch so geht. Ansonsten werde ich mal öfter Kräuter suchen gehen. Ich höre einen Schmied. Ich hoffe, da steht auch ein Schmied. Hm, leider nicht. Der Rapier muss repariert werden. Alles klar. Wenige Kratzer. Na gut. Der Bruchfaktor kann sich halt auch steigern. Und das ist immer nicht so ideal, wenn das passiert. Okay. Hier. Ich nehme euer Angebot an. Aber heute wird das nichts mehr. Oh, Mist. Das heißt, wir müssen hier in der Herberge nächtigen. Manchmal klicke ich ein bisschen zu schnell weiter. Das tut mir gerade leid. Wir mieten gleich mal ein Zimmer. Lieber ein Schlafsaal. Sind wir etwas sparsamer im Moment erstmal wieder. Damit wir zum Beispiel Tränke und so weiter kaufen können, weil das ist schon sehr teuer. Wir wenden nochmal ein Talent an, und zwar soll Sinder nochmal Wunden heilen. Wunden von Draga nicht richtig versorgt. Na gut. Aber Eldariel kann noch ein Zaubersprechen versuchen, ihn zu heilen. Der Balsam. Balsam. So, viel geschlagen. Salabun. Wann scheitert das denn immer? Na, 19, da kann ich nicht viel machen. Mut, Intuition, Charisma, da muss ich vielleicht mal Mut erhöhen. Mal schauen. Schlafen wir. Ja, 12 Stunden hauen hinhauen. Da wird es, glaube ich, gerade wieder Tag. Eine Stunde noch. Na gut, wir verlassen das Ganze dann gleich mal. Und schauen, ob der Schmied schon da ist.
Also, wenn er überhaupt mal da wäre. Ach, lass mir bitte die Zeit dazu. Okay. Er wartet noch. Gut, dann warte ich auch. Und zwar bis zur nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.